Hey, verrückte Leute, Michi, willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft zusammen mit David, Ricardo und das war's. Okay. Und Tim. Oh, war das ein Prank? Ja, dann lass das machen, warte ich. Okay. Pünktlich das, sogar, ja? Das Dirt, pünktlich, das tatsächlich. Setzen und dann komme ich, ja. Machen wir nicht mit gerechnet, wie persönlich. Machen wir es kompliziert, also dass wir doch mit Stein arbeiten oder nur mit Stein? Dass wir doch mit Stein arbeiten? Ich hab einen kleinen Plan, was ich auch noch mache. LOL! Ja, aber dann müssen wir ja runter. Ja. Bin ich cool? Erst bin ich cool? Seht ihr das? Ja. Warum ist das so? Hab ich doch schon mal gemacht. Versteht das? Und dann können wir ja, wenn wir das alles fertig ausgehoben haben und das dann weg ist, können wir das später durch Glas ersetzen oder so. Das sieht ja bestimmt richtig geil aus. Ja. Okay, gut. Machen wir. Ja gut, also ich habe jetzt vielleicht den ganzen Jetzt habe ich das bekommen, nutze Nether, um 7 Kilometer in Oberwelt zu reisen, habe ich jetzt bekommen gerade. Aha! Ich muss zurückgehen. Okay, das macht Sinn. Julian, wo sind die Schwämme? Die Schwämme? Die sind in der... Was? Wieder im Lager? Ja, die Schwämme sind im Lager, die müssten in der, Dings Guardian-Truhe sein, du weißt, was ich meine. Nein, weißt du nicht, aber... Wirst du finden. Die müsste, okay, irgendwo in der Ecke sein. Also ich weiß, dass wir für die Farm auf jeden Fall Verzauberungstische brauchen. Ihr werdet jetzt die nächsten 5 Minuten erstmal wieder zurückkommen. Wenn du dich auf eine Trapdoor stellst und die Guardians auf Verzauberungstischen sind, dann können die dich nicht sehen, wenn die Zäune vor Verzauberungstischen sind. Aber du kannst sie locker treffen. What? Wir können es auch einfach machen, dass wir nicht immer töten müssen, sondern töten einfach, lassen. Ja, aber das ist eine super XP-Farm. Das ist echt dann komplizierter. XP-Farm haben wir noch nicht genug. Doch, haben wir noch nicht genug. Richtig, die funktioniert echt. Also ihr habt vor, eine Guardian-Farm zu bauen, damit wir diese Blöcke kriegen, diese Prismarin-Blöcke. Verstehe ich das richtig? Genau, da können wir dann auch die Lampen machen. Weil ich brauche die für meinen zweiten Keller. Ja, ist ja egal wofür. Ricardo muss außerdem runter. Es wäre schön, dass wir alle Blöcke bauen können, rein theoretisch. Ja. Hat mich schon mal vor, alle Items einmal zu machen? Sag mal, oder schreib mal in den Chat, was wir alles brauchen, dann besorge ich schon mal. Oh, Alter, als ob ich das weiß. Ja, einen Teil weißt du doch. Teilweise. Sand oder Gravel, was auch immer. Sehr viel. Sehr, sehr viel. Sehr, 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 sehr viel. Äußerst viel. Ihr wollt also. Ich gehe davon aus, ihr wollt. Was wollt ihr? ich gehe dabei davon aus, dass ihr bei einem Wassertempel wahrscheinlich alles mit Kies überfluten wollt, damit ihr da eine Freifläche zu bauen habt. Nicht alles. Nein? Nee, okay. Wir bauen nur eine Mauer drum. Also wir machen eine Mauer, zwei Blöcke um die Ecken. Also wir gehen von den Ecken aus, dann gehen wir zwei Blöcke von jedem nach außen, dann macht ihr da eine Mauer. Machen wir eine Mauer, dann wird das ganze Wasser da rausgenommen. Also auch in der Mitte komplett? Alles, was in diesem Bereich ist, Wasser weg. Okay. Weil das Wasser, das dann da drin ist, da spawnen die dann alle drin. Ah, okay. Was noch? Und dann wird eigentlich nur da drin gebaut, sobald der Tempel abgebaut ist, weil der Tempel muss dafür abgebaut werden. Ich gebe die Erde, weil ich gehe jetzt. Ich schätze, das wird sogar ein recht gefährliches Ding, oder? Ich meine, da werden so viele Guardians rumgurken. Hä? Ja, aber Julian, du weißt doch, wir sind Profis. Weg. Was hast du gesagt? Du weißt doch, wir sind Profis. Ja, ihr seid sehr vertrauenswürdige Mitglieder dieser Gesellschaft. Wenn man das so sagen kann. Auf einmal sind wir nur noch Mitglieder der Gesellschaft. Ja. Moment, ich muss den Schalter nehmen. Das heißt, warte mal, weißt du eigentlich, wo eine ist? Ich weiß es. Wir haben Wüstendorf, kennst du, ne? Dahinter ist der Dschungel. Ja. Dahinter ist ein Meer und da müsste ein Wassertempel sein. Okay. Glaube ich. Oder da waren nur die Guardians, die wir gefunden haben, ohne Wassertempel. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also bauen wir einen Wassertempel. Macht Sinn. Also entweder ist es ein Wassertempel, der ist ein Wassertempel oder das war der nicht vorhandene Wassertempel. Eck, Alter. Ansonsten weiß ich leider nicht, wo der Wassertempel war. Ich wurde gerade abgeschossen, bin aber aus Versehen auf E gekommen und der Pfeil ist nicht angekommen. Oh, what? Hex! 5 Dinge in Minecraft, die du noch nicht wusstest. Wir können darüber ein Buch schreiben. Mhm. Gab ja, glaube ich, doch keinen YouTuber, der sowas gemacht hat, ne? Okay. So, lass uns mal gucken, wie viel Gravel haben wir denn. Und das dann ab dem Zeitpunkt in jeder Folge anteasern. Genau. Und lass es bitte aber dann 200 Dinge Minecraft nennen, die ich nicht wusste. Wir haben noch gar nicht so viel Kies. War noch gar nicht so viel. Ja, ich habe erst ein bisschen was hatte ich noch bei mir. Ist es ernsthaft so, dass ich die Farm immer wieder neu starten muss? Ich habe die Schwämme. Weil ich weiß gar nicht, ob das für Kies reicht.
So eine Schalkerkiste voll sollte drin sein. Ja, okay, doch. Ich habe eine Frage. Du eine Endertruhe mit. Kann man dafür sorgen, dass eine Glock nicht irgendwann ausgeht? Kann ich machen. So. Nach der du musst die doch halt einfach. Kannst du eine Wasserglock machen, wenn die noch funktioniert? Eine Wasserglock? Ja, mit Observern. Oh, könnte man nicht eine Hopperglock machen, die auch erst an der Zeit funktioniert und immer das nur hin und her? Das geht? Er ist eigentlich drüber, ne? Bist du eigentlich noch bei grob? Okay, dann mach ich das, glaube ich. Darum kümmern, dass es freigelegt ist. Boah, ich will der Redstone zwar gucken, das keiner sehen will. Ich hab doch mehr als eine. Ja, scheiß auf. Wo bist du? Ich? Ja. Bei Lennart. Okay. Ich brauch. Ich hab gerade meine Light Rock gezogen. Im Endeffekt brauche ich dafür nur zwei Hopper, ganz viele Items. Ich hab meine Light Rock noch gar nicht benutzt, ne? Ich hab schon überlegt, ob ich vielleicht mit einer Elytra nochmal Elytra suchen gehe, aber ich weiß nicht, ob ich meine Elytra dafür riskieren möchte. Ach, meine Tastatur. Weil. Sterben, Mann. Vielleicht möchte ich erstmal eine zweite Elytra haben, bevor ich meine Elytra befreie. Also, ich bin zwar länger bei. Ja, ich bin drin. Achso, okay. Ich. Drin. Weiß dir deinen Namen, ja. Edward schießt. Du sagst also, wir brauchen. Verzauberung. Ja, okay, du hast echt noch weg. Ja. Wir müssen jetzt. Mann, warum sind denn hier so viele Skelette, Obsidian, ey? Das reicht. Aha, ich hab einen Erdbeer. Ja, wir brauchen gar nicht so viele Verzauberungstische, aber okay. Ja, okay. Bei. Jetzt kommt. Jetzt kommt's, Leute. Bei was? Ja, komm. Wie beim Essstörungsseminar. Was? Ja, oh mein Jan, Gott. What the noch? Fuck, einfach nur. Bester Vergleich aller Zeiten. Das ist ja wie bei. Also. Wie bei einer Modenschau. Oh. Muss grad nachdenken. Kannst du den Rest mitnehmen oder? Ich jetzt noch ein bisschen Gravel. Die hier bleibt aber am Laufen. Julia, hast du Bock, Terra zu formen? Boah, hab ich mega Bock ist drauf. Noch also eigentlich nicht, aber. In welcher Art und Weise? Also das ist alles um, ich hol geil. Die anderen. Wie viel und wo? Was du also schon? An sich, ich red jetzt nicht von der Farm, das werden wir heute so oder so. Nach dem Abriss meiner Burg, ja. Warst du schon mal bei mir? What? Du hast deine Burg eigentlich, wusste also ich mal davor. Ich wirklich sehr lange auf. Ich hab meine Burg abgerissen. Ja. Warum? Ich nehme aber trotzdem schon mal was alles Neues. Deine komplette Burg? Kohle ist auch schon drin. Ja, außer okay. Die Mauern. Ja, dann noch Öl. Ey, Cobblestone weißt auch, du, und David, ne, ihr habt so eine schlechte Angewohnheit, Sachen. Statt einfach neu zu bauen, einfach die alten Sachen abzureißen und dann da was Neues hinzubauen. Oh, das ist so ein richtig schlechter. Geiler. Nee, das ist nicht geiler, weil unsere Stadt dadurch nie. Unsere Stadt wird dadurch nie größer. Ihr baut die Sachen einfach. Meine Burg um das Doppelte. Wow. Ja, ich baue auch ganz viel unterirdisch. Ja, unterirdisch, das sieht man oben trotzdem nicht. Nee, aber ihr baut die Sachen dann wieder zu oder ab und dann baut ihr halt neu, aber das sieht ja keiner. Verschwendet also stimmt Zeit. Das gar nicht. Oh. Nicht alles baue ich an. Nee, wenn ich hiermit fertig bin, habe ich schon Pläne für die Stadt. Aber Wohnkomplex habt ihr auch wieder abgerissen. Ja. Geht aber auch hässlich, muss ich sagen. Ja, aber jetzt auch was Neues hin. Ja, aber warum habt ihr einfach woanders noch was Neues hingebaut? Wie soll die Stadt denn groß werden, wenn man einfach alles abreißt und neu baut? Ja, Julian, du wolltest doch noch deinen Wolkenkratzer bauen. In der Eisenfarm. Ja, der wo wird ja auch noch. Aber da habe ich wirklich nicht abgerissen. Ich hab ja Ton gefunden. Da das heißt, ich hab Pläne abgerissen. Für den Hafen, ich hab Pläne für das neue Stadtteil, für den neuen Stadtteil. Ja. Ja, aber die Frage ist, wann werden die Pläne umgesetzt? Übermorgen, exakt. Wurde schon festgelegt. Wann, wenn deine Mutter Geburtstag hat? Das ist in 5 Monaten. Ja, guck. Ja, das sind schon mal feste Pläne. Tim, ich erinnere nicht dran. Ich habe keine Ahnung. Kann hier sich etwas ändern? Was? Ich glaube nicht. Ja, wird das dann endlich fertig sein oder angefangen sein? Bestimmt nicht, aber. Monaten. Ich sage nein. Ja. Ich sage auch nein. Wir können ja kleine Wetten abschließen. Tim, was hast du denn? Hast du ja? Oder hast du selbst nicht dran? Du, Ricardo. Nimmst du die beiden Schalker? Kann ich machen. Wait. Ich durchsuche nämlich gerade noch. Oh, ich habe gerade ein Rezept freigeschalten. Ich wusste nicht mal, dass es dafür ein Rezept gibt. Leute, man kann einen Magma-Block aus 4 Magma-Cream machen. Ja. Was? Wusste ich auch noch nicht. Dass er Magma-Block aus 4 Magma-Cream machen kann. Warum bist du im Nether? Hm. Bin okay, ich nicht mehr. Ricardo, mach ich eben. Welche Richtung hast du? Muss zurückkommen aus der anderen Welt. Was? Wüstendorf, Dschungel. Und dahinter ist ein Wasser. Und da kann es sein, dass das da ist. Oder da sind. Hinter dieser halt einen XP-Farm im Himmel. Stimmt, ja. Genau. Okay. Wo bist du, Ricardo? Lol. Im Lager. Such noch gerade. Was habt ihr gesucht? Ob ich irgendwo eine Ender-Chest habe. Hallo? Guten Tag. Hallo? Guten Tag. Guten Tag. Ich fliege auch in den Boden. Ja, das ist doch gut. Warum der Fall ist, ich drücke gerade keinen einzigen Knopf und ich. Hallo? Ja, das sind alles Wörter, die aus deinem Mund kommen.
Bitte guck mal. Das sieht so lustig aus. Ich drücke keinen einzigen Knopf. Was passiert hier? Komm nur, wenn wenn Julian mich tippt. Nee, ich bin jetzt nicht da. Ricardo! Was machst du hier? Ja. Was hast du gemacht? Ich hab gerade eine Katze gehört. Ja, nicht in Ordnung. Ich wurde gerade auf Skype angeschrieben. Seit wann bin ich auf Skype wieder als online eingestellt? Achso, seitdem ich da keine Nachricht mehr kriege. Alles klar, verstehe. What the fuck? Warum ist was das zum, so? Warum das hier... Ist 41. Was? Hier ist Rotten Flash drin. Moment. Ich hab die ganze Zeit so rumzurennen. Ich muss erstmal die Farm fixen. Hier kommt Gold. Nein, das ist nur... Ewig. Nein, brauch ich nicht. Du brauchst eine ganze Folge dafür wahrscheinlich wieder. Nein, ich muss hier jetzt ein Goldnugget reintun. Bums. Fertig. Ha! Nein, ist kaputt! Scheiße! Warum ist hier bei Rotten Flash... Nein! Wo bist du jetzt, David? Ich laufe durchs Armviertel. Irgendwie auf dem Boden. Keine Ahnung. Ich bewege mich auf dem Boden. Warum? Das ist ein Nitra-Bug. Ja, ich weiß, aber ich gehe, ohne dass ich einen Knopf drücke. Lol. Komm, jetzt warte. Hier fehlen eins der Goldnuggets. Warum fehlt dir eins der Goldnuggets? Warum muss ich die Farm eigentlich jeden Tag neu reparieren? Das ist die viel bessere Farm, glaube ich. Hä? Die ist ganz normal. Fische Wasser? Lol, bei mir bin ich im Boden. Also du gehst, oder beziehungsweise schleichst ganz normal. David denkt wahrscheinlich die ganze Zeit, oh voll cool, läuft einfach hier über den Boden, oh voll geil. Ey, das ist voll lustig, warte. Aber ich kann dich einfach schlagen. Das ist voll lustig, ich bin die ganze Zeit im Boden, wenn der mich schlägt, springe ich ganz hoch, also, so. Und dann lande ich wieder hier drin, fuck, ich lande schon wieder da drin. Weg hier. Ey, das muss doch wohl möglich sein, komm schon. Also ich hab jetzt alle Sachen dabei. Ich bleib die ganze Zeit im Boden. Warte, lass, ich sterb gleich, Junge. Wovon stimmt? Ich hab voll viel Schaden. 1, 2, 3. Ich schlag dich mit einer Faust. Ja, ich krieg die ganze Zeit zwei Herzen abgezogen, wenn du mich schlägst. Zwei Herzen? Ja, hier. Ja. Wir haben auch Stärke 2, ne? Genau, Stärke 2. So, stimmt. Ich würde noch gerne meine Elytra reparieren. Wow. Ich muss da jetzt rüber! Ich muss da jetzt rüber! Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Nimmst du eine Ender-Chest mit, Ricardo? Da habe ich 3. So. Weil eine nicht. Ich schon lieber aus. Oh, ich habe eine geile. Warte, Vorsicht, 2 mit. Man kann ja nie wissen. Alter. Man hat dann doppelt so viel Platz. Okay, scheiße. Ich kann meine nicht reparieren. Das ist ziemlich witzig, den Joke, Tim. Muss ich dir lassen. Ja, danke. Ne? Also, ich finde, man könnte Tims Joke doch mal wertschätzen. Ja, wo bist du? Hinter dir. Ricardo, kannst du jetzt ein Klatschen einbauen? Wie gesagt, der hat nur einen Sound. Hallo? Ne, hier traurig. Bin ich auch schon ziemlich schwach von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich besseres von ihm gewohnt. War eigentlich nicht, ne. Ja, sonst Quitsch. Tada! Okay, das war genug. Das ist gut. Reicht das? Das ist ja. Ah. Muss auch mal einen Sound wieder installieren. Kann das noch nicht so gut. Tada! Tada! Wo ist mein... Oh Gott! So. Boah, wie viel haben wir jetzt? Alles klar, 13 Minuten noch nicht geschafft. Ja, so, ich will zumindest die Glocke unten abholen. Okay, ich brauche. Ich hab dich halt nur nicht mehr gesehen. War das gerade ein Hütchen, was ich in meinem Blickwinkel gesehen habe? War das gerade ein Hütchen, was ich in meinem Blickwinkel gesehen habe? War das gerade, es war ein Hütchen. Hallo? Stirb! Nein, ich komme jetzt schon. Ich hab keine Erde mehr. So, will ich zu viel. Ich lauche. Hoppa. Lauche. Versuch's jetzt mal. Lauche. Du Lauch. Lauche. Nee, nein, nicht Lauch. Ich blauche. Knoblauch. Knoblauch. Blauch. Knoblauch. So, wohin? So, ich bin auch immer hier bei der Kirche. Also über der. Knoblauch? Ja, Knoblauch. Ja, ich jetzt auch. David, Alter, ich seh dich. Ich bin hinter dir. David, ich hab mal so eine Frage. Ja? Wo? Freust du es? Alter. Hallo, Ricardo, können wir jetzt. Nice. Das war nice. Die Folge, die heute rauskam, einfach mega geil, wie ich dann am Ende der Folge einfach joine. Ja, Mann! Es war so richtig so, oh mein Gott! Hat keiner mit gerechnet. Cliffhanger, oh mein Gott. Ich weiß auch gar nicht, wann ich gejoint bin, so. Und dann, oh mein Gott! Wie kann das passieren? So, jetzt hier auf den Boden gucken. Okay. Oh, ich hab noch kein Komparator gelernt. Bei mir laden gerade erst die Chunks. Ja, bei mir auch. Alter, ihr wollt mich doch jetzt verarschen, die kommen plötzlich zwei Katzen angelaufen. Ey, ist hier Tierparty oder was? Okay. Nein, du gehst vor der Kiste runter. Ey. Das kommt mir nicht ins Haus hier. Wetter aus.
Gehst du, setzt du dich. Das ist nicht meine Katze, oder was? Wie, das ist nicht meine Katze? Nochmal. Ricardo, das sind deine Katzen! Hä? Hier ist auf jeden Fall. Ja! Die setzt sich hier im Lager mitten einfach mal drin auf der Kiste, ohne Grund. Cool. Hier sind Brote. Hier sind ganz viele Brote. Nein! Warum? Alles klar, das System funktioniert schon wieder nicht. Ich weiß nicht warum. Oh mein Gott, ich hasse mein Leben. Warum? Wo konnte man jetzt das Wetter ausmachen? Gar nicht. Für dich gar nicht. Boah. Ach, hab's ihm gegeben. Shit, okay. Ich nehme jetzt einfach mal ganz viel. Guck mal, der Ricardo spielt Gott. Fällt das Wetter aus. Ich finde immer noch keine. Ich glaube, der Ocean hier ist zu hoch. Die Ocean. Tada! Oh, hier fängt das richtige Ocean. So. Das heißt, hier wird ein Stack, ein Stack. Ja, das wird Gravel auf dem Boden. So, jetzt muss aber eigentlich wieder funktionieren. Jo. Funktionierst du jetzt? Ich habe jetzt hier eins drin, da ein Stack drin, da ein Stack drin. Boah, mir ist auch dezent warm, ich mach mal den. Macht doch gar keinen Sinn, oder? Mach den Venti an. Warte mal. Ja, wie geht's? Bitte, ist der laut genug, dass man das hört. Warte, hier ist jetzt rot. Sobald jetzt hier oben, okay. Genau, sobald hier jetzt oben eins weiter drin ist, dann geht hier unten eins raus, da geht's eins raus, alles klar. Da funktioniert's doch jetzt. Ja. Da oben ist jetzt eins und hier unten ist auch ein Stack, ne? Gut. Ich hab's repariert, Leute! Ich hab's repariert! Ich glaube, den hört man nicht. Hör mal, das hör ich nicht, also ich höre nichts. Oh, ich hab ein Mushroom-Biom gefunden. Das ist genau das, wo ich die Kühe habe. Lol, was? Wie weit seid ihr weg? Wo sind die eigentlich, die Kühe? Haben wir noch Kühe? 1000, ja klar, ich hab doch die ganz viel vermehrt. Ey, stimmt, da unten. 805 und... Okay, jetzt werde ich es mal machen. 71. Bei den Nerven kommen mir sogar recht bekannt vor. Ja, ich hab die doch schon mal erzählt. Ja, ich weiß. Gebracht hab. Ding hier. So. Neue Rezepte, geil. Und jetzt endlich den Rätselkomparator. Ja! Okay. Dazu finde ich es ganz ehrlich, jetzt finde ich das Rezeptbuch gerade für diese Situation, wo ich mich gerade befinde, finde ich sogar geil. Weil ich Redstone-Kooperatoren weiß nicht, wie ich die mache. So, ich finde sogar Redstone-Kooperatoren sind das mit unnötigste Rezept oder schwierigste Rezept in Minecraft, weil man es erstens nie braucht und zweitens, weil es halt ziemlich schwer ist. Also ich habe auf jeden Fall Mushroom-Insel gefunden. Nice. Aber immer noch kein... Will kein Stein? We need stone. Warum ist das hier kein Deep Ocean? Okay, ups. Ganz viel Hühnchen. Komm, will ich. Deep Ocean, doch, das ist Deep Ocean. Keine Ahnung, wo du lang bist. Ja, glaube ich dir. Schöne Situation. Ich bin gerade bei ziemlich abgeschnitten. Wie gesagt, also, ich mal beende die Folge bei dir. Richtig abgeschnitten. Ey, welcher Abfuck-Mensch? Hat die ganzen Kisten desortiert. Ja. Mal ohne Spaß. Desortiert. Ja, die sind komplett durcheinander. Alle. Alle. Ich hab keine. Nein, nicht alle, aber fast alle. Ein Feuerwerk. Alle! Hier ist ein Apfel, ein Namensschild und eine Seerose in Fleischtruhe. Nichts davon ist Fleisch. Ist Fruchtfleisch. Seerose. Der Apfel. Namensschild. Ja. Ey, was ist das denn? Eine Holzschüssel gehört nicht in Weizen rein. Oh, ich hab Eis gefunden. Boah, ihr seid so Abfuckmenschen. Wahrscheinlich finde ich gleich Packeis, bevor ich eher... So, ich eine Melone. Ein Keks ist auch keine Frucht. Ich glaube... Ich weiß, viele wollen, dass Keks Früchte sind. Das ist aber nicht so. Ich glaube, ich bin gerade auf dem Meer. Es tut mir leid, wenn ich Leute täuschen muss, aber ein Keks ist keine Frucht. Scheiße, vor allem, ich hab keine... Ender Chest, ich muss dich finden. Ocean. Ja, Deep Ocean brauchst du. Er ist hier halt. Ja, guck Biom, Menschen. Einfach. Da steht Deep Ocean da wirklich. Ja, das steht hier zwischendurch mal. Ja, ja. So wechselt halt immer. Du siehst halt das auch, weil es so wirklich tief ist. Das Problem ist, jetzt überall. Ocean habe ich bei Ricardos Mutter gesehen. Jetzt wird es ein bisschen länger. Oh, ich habe einen gefunden. Koordinaten? Sag ich dir sofort. Sag ich jetzt nicht! 2376 und minus 152. Hab ich jetzt echt mitgerechnet. Schreibst die sag ich jetzt nicht. Ja, ich schwimme hier gerade rum. Okay, dann. 2300. Ja, das ich muss schön, du kannst aus dem Wasser ja so richtig schön rausfliegen. Boah, die ist ja. Erstmal. Boah, ich hasse euch alle, ne? Boah, hier ist sogar die eine komplett unsortiert. Wahrscheinlich, weil ich das selber hab's vergessen. Mann, ich brauch wieder Erde, Leute. Boah, wenn ich euer Lager nicht sortieren würde, das Ganze hier, ne?
Ey, jetzt schon! Ist jetzt schon wieder kaputt gegangen? Nee, oder? Du hast gerade euer Lager gesagt. Jetzt komplette Lager. Das ist nicht unser Lager? Jo. LOL! Wie viel Gold da jetzt da gerade zusammenkommen? LOL! Ist ja egal. Dann wird's gleich mal vorbeikommen. Vielleicht in der nächsten Folge. 1000 Blöcke zu weit. Muss jetzt erstmal dieses scheiß System hier machen. Und die Folge ist eh schon mit Meilen Überlänge. Nee, die ist nicht jetzt. Die ist nicht vorbei. Die Folge ist nicht jetzt vorbei, sondern vor 5 Minuten. Theoretisch. Ich baue hier schon mal die Base auf, so, ne? Auf der Ecke. Oh, ich habe ein neues Rezept erhalten. Oh mein Gott, da freue ich mich aber. Auf jeden Fall, wir müssen Rezept. Ein neues Rezept. Eine Unberührte, ja. Wir müssen den Guardian noch killen. Das ist aber gut. Weißt du auch warum? Der war ja lustig. Weil wir dann neue Schwämme bekommen. Jetzt kann ich es doch unendlich machen und dann. Das heißt, dann. Wir haben nicht nur 60. Julian, sollen wir wetten, dass einer von den beiden stirbt? Ja, wird schon. Das ist das alleine rein, ich stehe hier. Irgendwer stirbt auf jeden Fall. Wie sollen die das bitte schaffen, ohne zu sterben? Jetzt mal ganz ehrlich. Du hast eine bessere Rüstung als ich, Ricardo. Weil selbst wenn die gut wären, wäre das ja schon ein Problem, nicht zu sterben. Meine ist nicht mal voll in Charge. Haben sie echt? Ja. Er nimmt eine Lightfahrt zu so einem Gedöns. Ja, aber ich warte jetzt auf Ricardo mit seiner Händerchest. Ich tu die jetzt weg. Hallo, morgen. Ich meine, die Sache ist, selbst wenn die beiden gut wären, ne, selbst dann wäre es ja schon ein Problem. Aber, ne, ist halt nicht gegeben. So. Siehst du da hinter dir? Julian, möchtest du auch? Ich finde, der Dialog sollte da hingehen. Der wird das easy schaffen. Da hab ich gar keine Probleme. Achso. Also wirklich gar nicht. Also, ja, geil ist auch. Aber ich sehe es auf jeden Fall. Was ist denn auch geil, Tim? Auf 14, hallo? Was? Lol, das Licht da hinten. Moment, jetzt? Hält gar nicht so weit. Ich bin jetzt auf 20 gestellt. Ja, dann lass dich Schwimmer mit dir hin. Boah, ich bin gleich so geil, ich möchte für die Schulter bauen. Das ist süß, oh, ja, ich schwimm mal mit dir dahin. Oh. Haben sich zwei gefunden. Wie tun wir gerade was für sollen die wir eigentlich Tobias da aber mal mit? Ich weiß nicht. Ich auch. Oh, du hast goldene Äpfel, ja, nimm du die. Wir bauen ein neues Haus. Wollte ich sagen, nimm du die. Das ist ja auch was für die Allgemeinheit, sonst würde ich ja hier die ganze Zeit als Obdachloser. Ja, ich kann nur rauchen, wenn du. Genau. Ist ja auch was für die Allgemeinheit, dass wir hier nicht so viel Obdachlose haben. Ja, ich habe überall Schutz 4 und andere 3. Ja, also, wobei, Schutz 1. Das geht. Okay, ja, nee, wir müssen es nochmal anders machen. Warte, ich mach mal eine Kiste noch normal. Frag dich eigentlich echt, ob Tobias online spielen kann. Weil Tobias hat ja mittlerweile Minecraft. Eigentlich wär's mal ganz cool. Ist das der Tobias, den ich kenne? Wow, boah! Das auch mit Sicherheit Absicht war, ne? War, wow, okay. War es natürlich. Ich hab da direkt danach gesagt, ja. Was, ja? Ja. Ja! Ja! Oh, ja! Also theoretisch, ich weiß nicht, was ich mal vor uns hab geschrieben, aber ich guck gleich mal zwischen der Folge nach. Vielleicht könnt ihr gleich so schon mitmachen. Können wir einfach mal. Kann er ja die Guardians besiegen. Genau, warum nicht? Der geht auch nicht los, Problem damit. Ich weiß. So, Ricardo, du gehst los. Okay. Nein, warte, ich komm mit dir noch mit. Ups, das Boot wollte ich nicht. Ach, egal. Gut. Scheiß auf. Ich hab kein Boot. Und Turnier du kannst mal rein. Ich Moment. Wolltet vielleicht eigentlich nicht alle Moment. Mitnehmen, aber egal. Wie funktioniert genau die Was? Wie genau funktioniert die Hopperclock? Ich bring nur Gravel. Was möchtest du? Wie genau die Hopperclock funktioniert? Ah, wir sind direkt drüber. Die Spaßreise da. Ja. Viel Glückreise. Dann kannst du mir noch eine Fackel mitbringen. Achso, ich hätte auch eine. Egal, ich bring eine. Aha, ich hab's herausgefunden, glaube ich. Wie lange wird das jetzt leer? Es wird ja so lange leer, dass hier die Redstone-Schnur aufhört zu leuchten. Und sind da welche noch? Also ich habe wie gesagt gerade Mining Fatigue bekommen. Also ja, Flug ist aber mega geil. Wir brauchen theoretisch nicht so viel. Ja, okay. Gravel. Das macht jetzt gar keinen Sinn, dass ich die Sachen herausgenommen habe. Ich fange nämlich dann schon mal an zum Runden. Hier ist aber zu kurze Intervalle. Wie mache ich das denn jetzt? Oh, warte, kann ich hier einen Repeater einbauen? Wird nicht reichen. Funktioniert das? Boah, wenn das jetzt funktioniert, dann bin ich so ein Profi. Oh, das war mega dumm von mir gerade. Oha. Den Repeater dahin zu bauen hat einfach gar keinen Sinn gemacht. Gar keinen Sinn. So gar keinen Sinn. Ha! Hab ich gerade mal eine easy, richtig schnell Clock gemacht, die viel zu schnell läuft, alles gleich. Ha, langsamer! So, Ricardo, ich will jetzt nicht wirklich in den Tempel rein, deshalb,
Ich hab gar und nicht das mit, ich hab den Effekt bekommen. Vor Wasser. Also. Ich hab den Effekt ist, bekommen. Eigentlich ist das hier, Ricardo, deine Fackel. Dumm. Oh. Ja, ich hab eine Fackel. Das Geile ist halt einfach. Entschuldigung, was hast du gemacht? Ich hab keinen Schaden von dem. Okay, ich glaube, ich krieg gleich massiv Schaden. Also, du kümmerst dich darum, ne? Einfach nur einen Bogen geschossen? Ja. Ich mach dann schon mal hier drumherum den Graben. Wo ist das Achievement? Jetzt glaube ich noch nicht, oder? Alter, das müssen wir alles danach abbauen noch, ne? Ja, hab ich schon, alles klar. Hab ich auch schon. Wenigstens ist der ziemlich hoch. Scharfschützenduell. Was ist das denn? Post Mortem. Nach dem Tod. Achso, der. Habt ihr den Totem mal gesehen bei Swax jetzt? Nee. Sieht richtig komisch aus. Richtig komisch. Alter. Funktioniert die Hoverclock so? So ein Blumenstrauß. Ich könnte mir auch einfach mal versuchen. Nein, ich will keinen Schaden bekommen. Was passiert, wenn? Wenn wir einen Block kürzer machen. Neues Format, ich hab euch was passiert. Wollen wir das ja alles unter Wasser ist, ne? Dann brauchen wir einfach über den gleichen Abstand. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boom. Hier gerade 2 drin? Wie dumm bin ich denn? Ja, ich mache erstmal die ganzen Ränder. Ich sehe hier gar keinen großen Guardian. Ja, du. Also. Müsst ihr jetzt eigentlich so lang rübergehen? Überhaupt. Bis es dann einmal ausgibt und dann müsste es mit einem bestimmten Abstand hin und her gehen, oder? Gucken wir mal an. Wir warten mal kurz. Aber wir haben ja genug Zeit. Die Folge ist ja jetzt 4 Minuten lang. Die neue Folge zumindest. Die neue Teil auch. Wie lange dauert es mit 143 irgendwas abzubauen? 5 Minuten. Geht es überhaupt? Ne, man kann gar nichts abbauen, oder? Kann man? Dauert nur lang. Ich hätte euch. Vielleicht nehmt ihr euch mal Milch mit, oder? Stimmt eigentlich. Nee, geht das mit. Nee, das bringt doch eigentlich nichts, oder? Man kriegt das ja fast so eben, genau. Ja, das stimmt. Ja, das hast du gut überlegt, Tim, ne? Musst du dir sagen. War ja auch nur ein Freund. Boah, ist das eine schnelle Glock. Ich will die Glock gerne ein bisschen überlegen. Langsamer machen. Achso, also das hier ist welche Koordinate? Ist geil, weil ich krieg fast keinen Schaden, also das geht. Das ja, also Schaden ist nicht so schlimm, weil wenn du gute Rüstung hast, dann machen die dir eigentlich gar keinen. Da ist das Monster. Das jetzt? Ich sehe die Schwanzflosse des Monsters. Eigentlich müssten wir retten und nicht töten, weil wenn wir alle Erfolge haben wollen, also ich Advancement, nicht Erfolge. Schwanzflosse. Dann sollten wir eigentlich retten und am besten kriegen. Okay, wir müssen eine richtig schnelle Clock machen, Schaden. Okay. Richtig. Just saying. Eine richtig schnelle Clock wird das jetzt, ey. Boah, der rastet jetzt gleich richtig aus. Boah, ich kann's kaum erwarten. Boah, das wird jetzt gleich richtig geil. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Oh, geht das ab. Oh, geht das ab. Kann man den Bogen überhaupt unter Wasser nutzen? Boah, das war echt klug, das genauso wie aufzubauen. Ups, das wollte ich nicht. Okay, wir müssen das Ganze einmal einen Block verlagern. Nein. Ich hab gleich alle Ecken markiert. Mach das mal ganz kurz, ne? Die Folge ist noch nicht lang genug. Jeder hat seine Ecken. Oh. Außer ich. Nein, bitte nicht. Ich hab dir nichts getan. Außer ich. Bin ich bin nämlich oval. Was? Ich sag dir, ich hab dir nichts getan, du kleine Missgeburt. Okay, ich hab keinen Schaden bekommen, aber okay. Was ist denn hier für ein Vokabular? Die. Das war Englisch, Tim, falls du nicht wusstest. Ach so. Und dann angegriffen. Nein. Bei Englisch ist not the yellow from the egg. Ja, schon. Ich hab dir nichts getan, danke. Er geht schon, siehst du? Hast du gut gemacht, Tim. Oh, hier ist eine ganze Grille. Ist erfolgreich, David vertrieben. Was passiert, wenn ich jetzt ein... Okay, ich hab ich stolz auf dich. Ja, danke. Congratulations! Congrats. Muss den Großen besiegen. Ja, mach ich gerade. Ich musste aber zuerst die Kleinen. So, ich hab jetzt übrigens alle... Teamwork geht so. Du musst. Okay, abbauen bringt gerade nichts. Fuck it. Okay, das ist irgendwie doof. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das ist natürlich doof gelaufen. Dann machen wir das Ganze einfach ein bisschen anders. Ich werde unter Wasser richtig leicht zurückgestoßen, weil ich hab so unter Wasser. Das macht keinen Sinn, wie ich es gerade gemacht habe. Jetzt, also das Wahrscheinlichste ist, dass dieser Position hätten, könnte es auch an dieser Position. Hast du keine Fackel mitgenommen, um den Trick zu machen? Ja, aber... Der Trick! Geht so schnell. Also einen habe ich gekillt. Der Uber-Trick. Maximal können es drei sein, oder? Oder sind es...
Boah, wie jetzt eine stille Glock gemacht, ey. Boah. Also, so? Wie viele von den großen Guardians? So? Einen eigentlich nur. Hast du überhaupt Sinn? Okay, einen hab ich gekillt. Ja, ich hab mir was Sinnloses gemacht, ich bin so gut. Nice. G-U-H-T. Da musst du mir jetzt helfen, wie das zum Randen. Und? Also, ich schau mich nochmal kurz um. Vielleicht finden wir dann, Leute. Und wenn ich die Glock, die glaube ich, funktioniert. Wenn der tot ist, kriege ich ja keinen Mining Fatigue. Wenn es dir gefallen hat, Leute, lasst einen Fuß wetten, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss! Gut, 2 Minuten. War ziemlich hoch.